Okay, es geht weiter. Ich denke, er hat vielleicht doch ein paar nützliche Fähigkeiten. Banyan, was willst du jetzt schon wieder? Komm doch mal bitte mit mir zu Captain Kick. Wir müssen ihm zeigen, was du drauf hast. Was laberst du da? Ich glaube, dein Team hat noch gar nicht bemerkt, wo deine wahren Stärken liegen. Wenn sie dich mal in Aktion erleben, lassen sie dich vielleicht doch Fußball spielen. Hast du einen Sprung in der Schüssel? Die werden mich niemals mitspielen lassen. Ich verstehe schon, du hast Angst. Dafür musst du dich nicht schämen. Was? Das ist doch nicht wahr. Ich habe höchstens Angst, dass ich sie mit meinem genialen Techniken zu Tode erschrecke. Aha, also zeigst du es ihnen jetzt? Keine Sorge, Mark. Ich und der Rest von uns werden dabei sein und dich anfeuern. Werden wir? Auf geht's! Okay. Tut mir leid, Mark. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann ist sie nicht mehr zu bremsen. Haha, schon in Ordnung. Ich glaube, das hat sie von dir. Findest du? Bald durch, ihr zwei. Zeige Quain Scott Training. Und wo soll ich jetzt ein Geier damit hin? Soll ich jetzt zu ihnen oder was? Ah, da oben. Lass uns ein bisschen quatschen. Hast du schon deinen Geist befreit, Mark? Oh, hallo, Banyan. Kapitän Kirk, würdest du etwas ausmachen, Scott kurz beim Üben zuzuschauen? Scott, beim Üben? Ja, ich will, dass du dir ein Bild von seinen Fähigkeiten machst. Er kann eine Technik 100-mal am Stück üben, ohne außer Atem zu kommen. Ist das nicht unglaublich? Tatsächlich. Banyan, hast du unseren Gästen schon wieder einen Streich gespielt? Was? Ich lasse dich jetzt auf keinen Fall auf dem Rasen. Nicht einmal zu üben. Jetzt tu, was man dir gesagt hat, und setz deinen Putzdienst fort. Meinst du nicht, dass du etwas zu hart zu ihm bist? Seht ihr? Hab ich doch gesagt, die lassen mich niemals mitspielen. Scott, warte! Kapitän Kirk, warum so starkköpfig? Oh. Scott, wo gehst du denn hin? Zurück zum Üben? Was meinst du denn? Wo ich hingehe? Ich werde es ihnen heimzahlen. Tag für Tag lassen sie mich nur von morgens bis abends immer nur diesen dämlichen Putzdienst verrichten. Ich werde ihnen zeigen, was passiert, wenn sie mir auf die Nase herumtanzen. Mal sehen, wie werde ich es ihnen heimzahlen? Was für eine Falle werde ich legen? Hehehe. Dein Erwachsenengott, meinst du, dass so ein Verhalten dazu führen wird, dass sie dich auf den Fußballplatz lassen? Kein Wunder, dass sie dich nicht mitspielen lassen. Halt die Klappe, wer hat denn dich überhaupt gefragt? Ich habe mir schon vor langer Zeit geschworen, dass ich mir nichts gefallen lassen werde. Glaubst du echt, deine kleinen Streiche seien eine Lösung für dieses Problem? Da musst du einfach darüber stehen. Wenn du etwas beweisen willst, dann zeig einfach, was du wirklich drauf hast. Du gehörst doch schließlich zu dem Fußballteam. Eigentlich schon. Gib dir einen Spruch, Scott. Übe mit uns. Wenn du noch besser wirst, kannst du es den anderen wirklich zeigen. Ich helfe dir. Du? Ich habe keinen Grund, mich mit dir abgeben zu wollen. Aha, ich verstehe. Du hast einfach Angst davor, es überhaupt... überhaupt zu versuchen. Nun, nein, das stimmt nicht. Nicht tust. Ich werde es ihnen beweisen. Ich werde es allen beweisen. Na also, Scott, dann lass uns anfangen. Ich will ehrlich zu dir sein. Du kannst überhaupt nicht gut schießen. Als Stürmer wärst du nicht zu gebrauchen. Aber deine Fähigkeiten würden es dir erlauben, ein hervorragender Verteidiger zu werden. Hey, wer hat dir denn erlaubt, für mich zu urteilen? Jetzt legt Celia aber sich richtig los. Nicht wahr, Schab? Schon früher im Waisenhaus wurde sie von den anderen Kindern oft gehänselt und niemand wollte mit ihr spielen. Ich habe mich damals um sie gekümmert. Sie sieht wohl in Scott einen alten Teil von sich selbst. Deshalb will sie ihm helfen. Aber Scott wird doch gar nicht von allen geärgert, oder Captain Kick? Die Schule putzen, den Fußballplatz aufräumen. Das ist ein Teil eines Trainings, oder? Ist dir also auch aufgefallen? Ich habe es mir schon gedacht, als ich Scott überall herumrennen sah. Du bist ein guter Beobachter. Alles, was ich Scott aufgetan habe, ist eigentlich ein grundlegendes Fußballtraining. Ich bin mir natürlich auch natürlich voll und ganz über den Ausmaß seines Fähigkeiten bewusst. Einmal habe ich ihn auch erlaubt, mit uns mitzutrainieren, aber sein Temperament kommt mir ständig in die Quere.
Er gerät bei der kleinsten Sache aus den Fassung, nicht wahr, älterer Bruder? Ja, jüngerer Bruder. Einmal kam zum Beispiel ein Pass von mir nicht genau genug bei ihm an. Es war ein Versehen. Scott wurde sehr wütend und beschuldigte mich, ihn mit Absicht schlecht dastehen zu lassen. Er kann sich nicht kontrollieren. Genau deswegen dachte ich mir, dass ein Einzeltraining ihn die nötige Disziplin lehren würde. Aber er denkt, dass er schlecht behandelt wird. Er hat Probleme damit, anderen zu vertrauen, oder? Naja, nach dem, was seine Mutter ihm angetan hat, ist doch zu verständlich. Was ist denn passiert? Es ist jetzt wohl schon über 10 Jahre her. Banyan war noch sehr klein und musste die meiste Zeit weit weg von seiner Mutter leben. Eines Tages kam sie zurück zu ihm. Aber als sie endlich bei ihm war, muss er sehr glücklich gewesen sein. Aber sie verließ ihn am Bahnhof und schwand für immer. Ey, das ist so eine Scheißmutter, die sowas macht. Die Nachtwächter am Bahnhof wollten ihn schließlich wegbringen, aber er ließ es nicht zu. Er wartete immer weiter auf sie. Seither hierher zu Kloster konnte er niemanden vertrauen. Er fürchtete, dass sein Herz noch einmal gebrochen wird. Das ist alles Gottes Geschichte. Wir haben leider sehr viele Kinder, wie Scott, hier bei uns in der Schule. Unser Training von Körper und Geist bereitet uns auf das spätere Leben vor. Ist es nicht so, älterer Bruder? Ja, jüngerer Bruder, aber Banyan ist noch zu unreif. Er ist nicht bereit, mit uns auf den Rasen zu treten. Er ist noch ein Kind, Mann. Damit wisst ihr jetzt über die ganze Situation Bescheid. Ich hoffe, ihr versteht, warum wir Scott so behandeln. Ich verstehe, warum ihr so handelt. Aber das heißt nicht, dass es mir gefällt. Mark. Er ist so begeistert von Fußball, aber wenn er immer noch die Schule putzen muss, wird seine Begeisterung bald verschwinden. Vielleicht lernt er ja so die Grundlagen, ohne es zu wissen. Aber er ist nicht mit ganzem Herzen dabei. Das ist nicht der Fußball, den ich liebe. Der Fußball, den du liebst? Bitte, gib ihm noch eine Chance. Ich werde ihm erklären, dass er sein Temperament in Zukunft zügeln muss. Was bist du doch für ein ungewöhnlicher Mensch, Mark. Was veranlasst dich dazu, dich so für jemanden einzusetzen, den du gerade erst kennenlernst? Ich weiß, wie schwer es für jemanden ist, der mehr als alle anderen einfach nur Fußball spielen will, aber nicht darf. Du meinst Steve und die anderen? Einverstanden, ich nehme deinen Vorschlag an, aber nur unter einer Bedingung. Die da wäre? Die Bewohner von Kyoto haben uns darum gebeten, einen verdächtigen Typen für sie zu finden und sie zu stellen. Einen verdächtigen Typen? Ja, die Leute in der Stadt machen sich wegen diesem Burschen schon länger Sorgen. Wir haben eine Menge Beschwerden über ihn gehört. Ich möchte, dass ihr ihn fangt und in Ruhe und Frieden wiederherstellt. Er ist sehr schnell, nicht einmal die Polizei war in der Lage, ihn zu fangen. Wie, nicht mal mit Autos oder was? Nicht wahr, älterer Bruder? Richtig, jüngerer Bruder. Wir würden uns ja selbst darum kümmern, aber wir müssten uns bald der Alias Academy stellen. Was meinst du? Könnt ihr diesen Burschen für uns finden? Wieso? Ich dachte, die wollen sowieso nicht gegen die kämpfen. Warum müssen sie sich darüber vorbereiten? Ich verspreche, dass Banyan sich danach auf dem Fußballplatz beweisen darf. In Ordnung. Wir finden diesen Störenfried und danach löst du auch dein Versprechen. Er ist wahrhaft ein bemerkenswerter junger Mann. Wie kann die eigene Mutter... Was? Einen Bekloppten finden? Der Kyoto in Aufruhr versetzt? Warum müssen wir uns mit sowas warum ärgern? Nur wegen diesen kleinen Brabauten? Boah, der Geschmack von diesen scharfen Reisbechern klebt mir immer noch auf den Zunge. Nie wieder scharfes Essen. Also ich verstehe schon, warum du Scott eine Möglichkeit geben willst, richtig Fußball zu spielen. Ja, aber morgen kommt schon Y. Haben wir da überhaupt Zeit für so eine sinnlose Schnitzeljagd? Wir sollten lieber eine letzte Trainingseinheit einlegen, solange wir noch Zeit dafür haben. Wieso machst du dir denn so viele Sorgen, Nathan? Sorgen? Ich versuche doch nur, die Dinge realistisch zu sehen. Nathan, immer mit der Ruhe. Gut, ich gebe euch die Erlaubnis, diesen geheimnisvollen Kerl zu suchen. Ich gebe euch Zeit bis heute Abend. Wenn ihr es bis dahin nicht gefunden habt, habt ihr eben Pech gehabt. Alle anderen trainieren jetzt bitte wie geplant weiter. Aber Trainerin... Danke, Trainerin. Scott wird das sicher zu schätzen wissen. Also los, wir sollten hier nicht einfach streiten herumstehen. Das ist doch nicht gut für den Teamgeist. Ich muss zugeben, dass ich neugierig darauf bin zu sehen, was dieser Scott Banyan alles kann. Genial, auf geht's. Suchen wir diesen geheimnisvollen Typen.
Zuerst müssen wir Informationen sammeln. Reden wir mit den einfachen Leuten in der Stadt. Vielleicht finden wir ein paar Hinweise. Nathan ist anscheinend damit nicht zufrieden. Suche den verdächtigen Typen in der Stadt. Mach ich doch. Und block ein Tag. Moment mal, Xavier, bist du das? Oh, hallo, Mark. Kennst du den Mark? Natürlich, wir sind Freunde. Mit dir habe ich hier in Kyoto nicht gerechnet. Was treibst du dich hierher? Warte, meine kleine Schwester wird gleich sehen. Ich bin hier auf der Suche nach etwas. Auf der Suche? Ja, ich habe gehört, es sei hier in Kyoto aufgetaucht. Aber ich glaube, mit euch zusammen habe ich mehr Spaß. Ich habe gehört, dass ihr nach diesen geheimnisvollen Typen sucht. Darf ich mit euch anschließen? Aber klar doch, du kannst uns ja helfen, ihn zu finden. Xavier. Okay. Kommt noch Musik? Wie konnte er wissen, dass wir nach den geheimnisvollen Typen suchen? Er ist der Einzige, irgendwie, der so schlau ist und irgendwie das nachfragt. Aber die anderen? Ja, okay, du kannst mir helfen. Nein, wir fragen nicht danach, woher dass du das weißt. Nein. Ich scheiß auf diesen Stigma, diese Missgeburt von einem Spieler. Ich will, dass die Welt anerkennt, wie gut Scott Bunyan wirklich ist. Los, Scotty, immer fleißig trainieren, während unser Captain auf der Jagd nach Finstern gestanden ist. Wo sind Menschen? Vor den Geschäften? Ganz hier nicht, ja. Okay. Dieser Puls ist so. Ach ja, dieser. Die Tempeltorjäger. So muss es sein. Okay, weißt du da irgendwas? Was sagst du da? Du bist auf der Suche nach dem verdächtigen Typen, der hier... Ja... Jetzt da du sagst, fällt mir ein, dass ein... Dass Ken darüber gesprochen hat, dass er den Kerl gefragen will, ob er sein Held werden will. Vielleicht weiß er etwas, was euch helfe. Ich habe ihn zuletzt an der Zugang zu einer kleinen Gasse gesehen. Ach so. Also der hier. Was? Wollt ihr großen Kinder hier? Ihr habt wohl Interesse an dem, was ich hier tue, hm? Okay, ich erzähle es euch. Aber bitte, sagt es nicht bitte meiner Mama. Für diesen seltsamen Kerl finden, der den ganzen Ärger gemacht hat, darum beobachte ich sein übliches Versteck. Was? Ihr wollt ihn für mich finden? Keine Chance, ihr wollt doch nur meinen Ruhm einheisen. Er lässt uns wohl nicht vorbei. Überlasst das mir. Wer bist du denn? Du musst hier nicht mehr länger warten. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Ich nach Hause muss. Los jetzt. Da sagt schon einiges aus, wenn er jetzt einfach so entschließt, einfach wegzugehen. Das wäre erledigt, Mark. Du kannst jetzt weitersuchen. Ah, danke. Aber was ist mit dem Jungen da passiert? Klar. Na, da hinten ist jemand. Lass uns nachsehen, es könnte der Typ sein, den wir suchen. Schön langsam und vorsichtig. Er hat vielleicht auch eine Waffe. Oh, neuer Bereich. Wo ist der hin? Da hinten. What? Janus? Oh, da verflixt er, ist er schnell. Belass das mir, Captain. Hab ich die Wurschel, jetzt bist du. Huh?
Frost, was ist denn los mit du? Du, wer ist es denn? Wir erfahren das im nächsten Part.